Hallihallo, ich begrüße euch zu einem ganz kleinen Video, in dem ich euch ein neues Bild zeige von der Baureihe 232, gepostet von TSG, von Trains in Germany, auf deren Facebook-Webseite. Bevor jetzt jemand irgendwelche Freudensprünge macht und sagt, oh toll, die Lok kommt jetzt bald, nein, die ist noch weit entfernt, es ist einfach nur ein aktuelles Bild vom aktuellen Entwicklungsstand der Ludmilla. Heißt also, das dauert immer noch recht lange, bis die irgendwann mal auftaucht. Vorher kommt auch noch die Baureihe 420, wurde auch nochmal so in den Kommentaren geschrieben von TSG, dass die 420 zuerst kommt und das halt nur einen aktuellen Stand darstellt. Aber ja, ich wollte mal mit euch dieses Bild hier teilen. Das sieht halt stark überzeichnet aus mit irgendwelchen Filtern und vielleicht mit irgendeiner KI, die dann nochmal irgendwie drüber gegangen ist, um das Ganze etwas artistischer aussehen zu lassen. Das ist jetzt kein, in diesem Sinne, kein Ingame-Bild, ne? Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus, ne? Also man erkennt schon sehr viele Details, die hier verbaut worden sind. Das 3D-Modell sieht jetzt schon unglaublich stimmig aus. Und ja, da fehlt natürlich noch einiges so. Und wie weit der wirkliche Entwicklungsstand jetzt ist, keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Ob die Ludmilla schon fahrbar ist, ob sie schon bereits ein Innenleben besitzt, wie der Motorraum aussieht. All das wissen wir jetzt natürlich noch gar nicht, ne? Auch so Sounds und so. Das ist noch alles weit entfernt. Aber das sollte mal nur ein ganz kleines Update gewesen sein von der Baureihe 232. Wir haben endlich mal wieder einen ganz kleinen Happen an neuen Informationen bekommen, zumindest mal ein neues Bild. Aber wie gesagt, Release ist immer noch weit weg und vorher wird die 420 kommen. Aber ja, genau. Das war's dann auch wieder. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.